Herzlich willkommen im Auktionshaus Heikmann. Ich darf Ihnen in diesem Video eine besonders schöne und seltene Meißner Porzellanfigur vorstellen, die wir für Sie im Angebot haben für unsere Frühjahrsauktion am 12. März. Es handelt sich dabei um das Giraffenpaar nach dem Entwurf von Otto Pilz. Der Künstler wurde 1867 geboren und absolvierte eine Ausbildung an der Dresdner Kunstgewerbeschule und anschließend an der Berliner Kunstakademie. Zum Bildhauer wurde er ausgebildet. Er spezialisierte sich in seinem Werk auf Tierdarstellungen und Tierplastiken und hat solche in Holz und in Bronze für Innenräume, aber auch für den öffentlichen Bereich geschaffen. Unter dem neuen Gestaltungsvorsteher in der Porzellanmanufaktur Meißen, Erich Hösel, wurde sich ab 1903 an den neuen aufkommenden Geschmack angepasst. Die Manufaktur war ja zuvor sehr traditionsbewusst. Nach dem Vorbild der Kopenhagener Porzellanmanufaktur erfreuten sich solche Tierplastiken aus Porzellan wachsender Beliebtheit. Und in diese Strömung ist auch Otto Pilz einzuordnen und sein Werk einzuordnen. Er arbeitete für die Porzellanmanufaktur Meißen als freier Mitarbeiter. Zwischen 1905 und 1912 schuf er etliche Entwürfe. 30 dieser Entwürfe wurden dann als Gipsmodelle angekauft von der Manufaktur. Wie hier schön zu sehen, hat Otto Pilz seine Tiere oft paarweise oder in Gruppen modelliert. Und die Giraffen halten sich sehr schön an die Gestaltungsprinzipien der Zeit. Naturtreuer stand im Jugendstil bei den Tierbildnern im Vordergrund, weniger dieses repräsentative Ausformen, das zuvor in der Manufaktur Meißen üblich war. Die Bewegungen der Giraffen sind nahezu naturalistisch eingefangen. Und auch die Gestik wirkt sehr typisch für diese Tiere. Sie neigen die langen Hälse neugierig zur Seite. Und auch das Wesen der sanften Tiere wurde basierend auf wohl genauen Beobachtungen lebendiger Tiere hier in dieser Figur sehr schön eingefangen. Die beiden Giraffen stehen auf einem flachen Ovalsockel zwischen hohen Gräsern und der Sockel trägt auch die Künstlersignatur von Otto Pilz an der Seite. Und im hinteren Bereich der Figur sehen Sie Aufschmelzungen. Diese könnten aus der Manufaktur selber stammen. Es könnte ein Produktionsfehler sein, was auf ein Urstück schließen könnte. Oder eine Möglichkeit wäre auch, dass diese Schäden im Zweiten Weltkrieg in Dresden der Figur zugefügt wurden. Auf der Unterseite der Figur sieht man sehr schön die sogenannte Knaufschwertermarke und die Figur ist erste Wahl. Diese Marke lässt uns darauf schließen, dass diese Giraffen um oder wenige Jahre nach der Herstellung des Entwurfsjahres 1907 hergestellt wurde. Ja, gerne laden wir Sie dazu ein, diese und weitere Meißner Figuren und andere Kunstobjekte persönlich während der Vorbesichtigung zur Auktion am 12. März
in Augenschein zu nehmen. Dies können Sie aber auch natürlich auf unserer neu gestalteten Homepage machen.